zu müssen, kalt reinzukommen. Aufschlag auf ihn, Fragezeichen. Nein, Hidalgo schafft es nicht. Er setzt den Aufschlag ins Netz und das bedeutet Satzball, Matchball, Championship Point für den VfB Friedrichshafen. Jérôme Frommel. Aber Sebastian Krause verlängert nochmal. Klasse Annahme von Christoph. Der Ball durch die Netzkante in seiner Flugbahn geändert. Toll koordinativ von ihm gerettet. Und Krause schafft es, an diesem Block vorbeizukommen. Jetzt aber die Chance. Dann Matchball Nummer 2 für Friedrichshafen. Rückwechsel, hinters raus. Nemitz rein. Ein bisschen einfach nur kurz Nemitz den Aufschläger jetzt aus dem Takt zu bringen. Er macht den Jumpfloater. Gute Annahme, Rosic. Und da ist es passiert. Markus Böhme beendet das Match und VfB Friedrichshafen ist deutscher Meister 2011. Nichts zu machen. Klasse Annahme. Schnell durch die Mitte gespielt. Markus Böhme verwandelt den zweiten Matchball für den VfB Friedrichshafen, der durch ein glattes 3:0 in Spielen sich, man muss sagen, verdient. Die deutsche Meisterschaft sichert.